Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Jasper Barnes Lone Survivor. Continue! Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, weil ich nicht wusste, was ich machen muss. So, und nachdem ich wirklich länger darüber, ja, been asleep too long, nachdem ich wirklich länger darüber nachgedacht habe, habe ich bei einem Let's Play-Kollegen, dem ich sehr gerne zusehe, der Beta-Gott ist es übrigens, geguckt. Aber wirklich nur deswegen, ich verspreche's. Und der ist einfach zu dem Aufzug hin und hat den runter, hochgeschickt in den Raum. So einfach kann's gehen. Da bin ich nicht wirklich auf die Idee gekommen. Das heißt, wir müssen nicht hier oben irgendwas machen, sondern nochmal zurück in den Keller. Und den Aufzug einfach mal hochschicken. Und da habe ich dann auch schon ausgemacht. Ich hoffe, das war auch bei dem wirklich richtig. Aber so wie das da aussah, kam da wohl tatsächlich was. I feel pretty beat. So, jetzt müssen wir eben gucken, wo sind wir jetzt hier? Wir müssen, ich gehe jetzt nach rechts raus und dann in den Keller nochmal. Also hier, ne? Sehe ich das richtig? Ja. So. Okay. Huch, ich kann hier gar nicht in den Keller. Moment. Nein, da muss ich auf die andere Seite für. Diese Tür ist übrigens defekt. Die wird nicht als durchgehbar angezeigt. Als open. Scheiß. Na gut, dann in dem Fall. Ich hoffe, wir bleiben hier gegnerfrei. Müsste aber eigentlich mittlerweile mal alles tot sein hier oben. So. In den Keller. Das da hinten ist der Aufzug. Ja, das heißt, ich gehe jetzt hier raus und dann links runter. Beziehungsweise kann ich hier. Nee. Hier, ne? So. Und jetzt müsste ich ja theoretisch links, weil ich ja so vor der Tür stehe, wenn ich da raus. Ja. Okay. Ich mach's Licht jetzt nicht an. Ich will Batterie sparen. Ich hoffe, das ist irgendwie in Ordnung für euch. Moment, mal gucken. Ja, die Tür müsste es sein. So hungry. Boah, ich sehe gerade gar nichts. Jetzt muss ich aber doch mal. Okay. Da ich nicht weiß, was passiert, gehe ich mal eben hier wieder zurück ins Apartment, um zu speichern. Nur so, weil ich da so ein schlechtes Gefühl habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Vieh einfach nur in den Aufzug sperrt und dann ist man damit fertig. Man muss den mit Sicherheit noch irgendwie ausnocken oder einsperren oder sonst irgendwas machen. Ja, ist jetzt nicht so wichtig, mein Freund. Wir wollten nur speichern. Des Speicherns wegen, nicht weil du so hungrig bist. So. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hoffe, wir kommen jetzt bald mal aus dem Apartment raus. Oder das Spiel endet oder wie auch immer. Hallo? Hallo? Hä? There is a dawn up here somewhere. Ach, so war das. Ja, richtig. Ohne Licht kann man da nichts machen. Ist das der Aufzug hier? Okay, der hat Hunger. Ich esse, glaube ich, mal erstmal was. Ein Squidstick. Leckerchen. I do not sure. Ist es einfacher. So. Ach, disgusting. Did me fill up though. Ja. Your entrance must be just up there. If I can send the elevator up there, maybe I can trap that creature in it. Klar, wäre vorher noch ein Schnitzel rein, dann funktioniert das mit Sicherheit. Achso, da links ist ein Knopf, jetzt sehe ich es auch. Push-Call-Button. I hope this works. Ich auch, mein Freund. Kann ich mich... Nee, ich kann mich nicht bewegen. Ja, das klingt so, als würde sich über uns irgendwas tun. Ich würde ja hier weggehen, ne? An deiner Stelle. Damn, what's that? Ach du Scheiße. Oh nein, da hat gerade von innen irgendwas die Tür eingedellt. Oh no. Schon wieder. Lauf doch! I need to run! Oh, wirklich. Oh, okay, er läuft alleine in die Richtung. Lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach, lauf, 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 lauf. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe, ne?
Oh, da kommt er. Ich... Nein! Nein! Boah. Der hat gerade... Boah, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es tut mir leid. Ich würde gerne Licht anmachen. Aber ich... Trau mich gerade absolut... Hier vielleicht ganz schnell. Komm, so. Nein! I nearly fell down there. Ah, ah. Ja, jetzt hat er mich. Ja, jetzt hat er mich. Klar. Oh, fuck. Okay, ich muss mir vorher die Karte einmal kurz angucken, damit ich weiß, wo ich langlaufen muss. Oh, Mann. Gut, dass ich da oben gespeichert habe. Ja, ja. Ja, ja, ja. Komm. Oh, boah, sowas hasse ich. Ich hasse Verfolgungsjagden, ne? Well, it's time to face the outside world. Ja, schön wär's, mein Kollege. Aber wir müssen hier dann doch nochmal eben... Boah. Und wie gesagt, ich hasse Verfolgungsjagden. Ich werde dann immer so unruhig. Ich meine, das ging jetzt noch. Es war jetzt nicht so panikmachend. Aber das Problem ist, dass ich einfach die Wege viel zu schlecht kenne hier unten. Ich guck nochmal, bevor ich vor dem Elevator stehe. Ja, dann. Jetzt hat er den auch im Dunkeln gefunden. Ist ja interessant. So. Also, wir laufen gleich nach links. Das heißt, den Gang hier runter. Dann laufe ich geradeaus in den nächsten Gang. Da ist ja... Es ist ja nicht... Das Loch, wo ich gerade runtergefallen bin, ist, glaube ich, das durchgestrichene, wo der grüne Pfeil, wo der grüne Dingsbums da ist. Ne? Wisst ihr, wo ich meine? Relativ mittig. Ich kann es leider nicht zeigen. Ich habe hier keinen Cursor. Das ist, glaube ich, das Loch, wo ich gerade festhing. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich zwischendurch auf die Karte gucken kann. Theoretisch müsste das gehen, aber ich bleibe halt stehen, weil er die Karte dann so schön auspackt und guckt da drauf und packt die dann wieder weg und läuft dann erst weiter. Also, geradeaus, rechts, bei der nächsten wieder rechts und dann sofort links. Rechts, rechts, links. Das werde ich ja wohl hinkriegen. Und dann geht es ja nur noch rechts und dann einen von den beiden... Ne, der untere Gang dann. Ganz wichtig. Ich muss mir das irgendwie... ich kenne mich. Wenn ich da gleich rumlaufe, dann verwechsel ich das alles wieder und dann geht gar nichts. Also. Rechts. Rechts. Boah, wenn ich jetzt auch noch einen Stift hätte, der schreibt, das wäre ein absoluter... Lebensretter gerade. So, also, ich komme da raus. Ich laufe rechts, dann laufe ich die nächste wieder rechts. Dann laufe ich, dann komme ich ja von unten. Dann heißt das, ich laufe links. Dann laufe ich rechts, was aber wahrscheinlich sowieso nicht anders geht. Dann laufe ich wieder rechts. Und dann rechts und sofort wieder links. Holy shit, das wird nie im Leben funktionieren. Ich, ja, ich probiere das halt mal, ne? Jetzt hole ich erstmal den Aufzug wieder. I hope this works. So, müssen wir uns das nochmal angucken oder geht das schneller? Nee, müssen wir uns nochmal angucken. Okay. Ist mein Flashlight an? Weiß ich jetzt nicht. Scheiße. Aber man kann, während man vor dem wegläuft, das geht, glaube ich, ganz gut. Man darf sich halt echt nicht in der Enge treiben lassen oder so. Dann ist, denke ich, vorbei. Weil der greift zwar nach einem, aber in dem Moment läuft man weiter und dann, zumindest gerade eben hat er mich dann nicht gekriegt. Damn, what's that? Ja, wieder das gleiche wie eben. Ist aber auch, ich wäre in der Zeit, ne? Ja, spätestens jetzt würde ich da nicht sitzen und mir die Augen bedecken, sondern ich wäre schon mal losgelaufen. So, dann auf geht's. So, mein Flashlight ist aus. Das machen wir mal eben schnell an. Damit ich hier auch keine Tür übersehe. Oh Gott. Das hat ja gerade eben beim ersten Gang hier auch schon geklappt. Boah, hier hätte man mit so Panikmach-Musik hätte man hier richtig, richtig, richtig fies was machen können. So. Da rein. Mein Flashlight ist aus. Warum? Nein! Ach, verdammt nochmal. Ich wollte... Das mit dem Flashlight, mit den Batterien. Im Ernst.
Es nervt. Das ist doch nicht realistisch, dass die Batterien nach 2 Minuten alle... Ach, das waren ja noch nicht mal 2 Minuten. Oh. Und vor allem, dass der dann... Ja, ich könnte es nicht besser machen, wenn ich so ein Spiel mache. Aber das ist echt das Einzige... Das ist auch das, was einem hier immer das Leben kostet. Jetzt nicht unbedingt die Batterien, aber auch dieses Nachladen im Kampf oder so. Meine Fresse, wenn man dabei wenigstens rückwärts gehen könnte oder so, jetzt beim Nachladen. Bei den Batterien hätten mir das jetzt nicht viel gebracht. Aber... Du kannst mich mal. So. Ich mach's Flashlight jetzt an. Jetzt drücken wir drauf. Und dann gehen die gleich wieder unterwegs aus, aber dann... Ich kann die Gänge auch nicht sehen. Es ist ja nicht so, dass ich ohne das Flashlight hier locker so durchkäme, aber dann rennt man an dem Gang vorbei. Ja, und dann steht man in der Sackgasse, dann kriegt einen das Vieh. Boah, komm. Nee, also ist ein echt tolles, toll gemachtes Spiel und so, aber das mit den Verbrauchsgegenständen ist genau wie mit dem Essen. Kein normaler Mensch hat so viel Hunger, vor allem nicht in so einer Situation. Ich hätte wahrscheinlich seit Tagen überhaupt nichts gegessen. Gerade ich. Ich sehe nicht so aus, als würde ich tagelang nichts essen, aber jetzt ist das Flashlight wieder ausgegangen. Ich hoffe, dass ich den Gang jetzt halt trotzdem sehe. Probier das jetzt einfach mal. Ich warte nur, dass das kleine X erscheint. Hier ist es. Ich meine, da ist ja netterweise ein Lichtchen drüber. Hier auch. Ah, nein! Okay, vielleicht geht's doch ohne Flashlight. Ich hoffe. Ich hoffe es so sehr. Okay, hier durch. Nein, das geht nicht. Okay. Ach, das sind die Kellerräume. Okay, das sind die kleinen Kellerräume. Alles klar. Lauf, 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 lauf. Anstatt mal zu sprinten... Ich gehe hier gemütlich zu Fuß. Weiter, weiter. Ich sehe nichts. Scheiße. Hier rein? Not this way. Okay. Gott! Rechts oder links? Scheiße, da war eine Tür. Ich hoffe, die war jetzt nicht entscheidend. Hier rein, hier rein. Hoch. Ist er weg? Okay. Vielen Dank, Gott. Das Tier ist leider zu doof, eine Treppe zu benutzen. Boah. Da oben ist ein Speicherpunkt, da gehe ich jetzt hin. Da gehe ich aber sowas von hin. Ist das jetzt hier oder ist das die andere Seite? Ich kann mir das nie merken. Ja, so. Ich finde das halt, man muss sich eben... Die Karte ist, wie hieß das so schön? In Castlevania, die Karte ist genordet. Das heißt, man muss dann halt selber umdenken, wo man gerade ist, ne? Und das ist eben bei dieser 2D-Ansicht jetzt nicht unbedingt... Naja, egal. Boah, Versuch Nummer 3 und wir sind das Tierchen losgeworden. Schön. Jetzt hau ich mich aber sowas und erstmal was essen und dann hau ich mich so... Ah, die Orange, soll ich die Orange essen? Nee, ich esse den Squid Stick. Ja, ja, komm. Ja, der ist nicht lecker, aber... Zweckmäßig. Okay, Spiel gespeichert. Gucken wir mal. Okay, der hat auch nichts mehr für uns. Gut. Ja, dann können wir ja eigentlich in die Lobby. Dahin, wo das Vieh die ganze Zeit rumlief. Ich habe auch noch so Gegenstände wie das Katzenplüschtier. Was ich nicht einmal gebraucht. Hm? Ach so, das war hier der Hinter... Nee, da müssen wir nicht. Das braucht man nicht. Der kann uns ja eh nichts geben, hat er ja gesagt. Hier war das, ne? So. Gut. Wieso sind hier eigentlich wieder Gegner? Ich habe die schon... 50.000 Mal habe ich die getötet. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Was haben wir hier? Okay, die nächste müsste es dann schon sein. Oh, hier kann ich mich verstecken. Okay. Musik. Was haben wir denn hier? Ach, da wäre ein Spiegel gewesen. Nee.
Speichere ich das jetzt hier nochmal? Ja, komm. Sicher ist sicher. Wahrscheinlich gehe ich raus und dann reißt mir irgendwas den Kopf ab oder so. Ich meine, wäre jetzt nicht so schlimm. Also, das mit dem Kopf schon, aber das mit dem Speichern jetzt nicht. Aber... So, I'll have us her news. Didn't do much good. I don't care. You gehst jetzt hier raus und so. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kommen wir hier tatsächlich aus dem Gebäude raus? Ist hier vielleicht Ende? Was? Wo sind wir denn jetzt? Moment. Ich muss mal eben Lucky Lucky. Was ist da? Mitten im Raum ist hier irgendwas. Ist das die Ausgangstür jetzt?